Hallo und herzlich willkommen zu unserem Online-Kurs Konsumentenverhalten. Warum verhalten sich Konsumenten so, wie sie sich verhalten? Mein Name ist Daniel Neurather, Gründer und Inhaber von businessfragen.com. Die ersten knapp 21 Jahre meines Berufslebens habe ich in unterschiedlichen Funktionen für österreichische und international tätige Banken gearbeitet. Bevor sich dann mit Januar 2016 die Möglichkeit bot, in die Bildungsbranche zu wechseln. Heute arbeite ich als selbstständiger Autor, Dozent und Trainer für diverse Hochschulen, Universitäten und Bildungseinrichtungen. Die bisher gesammelte Berufserfahrung, gepaart mit meinem akademischen Hintergrund, erlaubt es mir heute, meine Erfahrungen sowie mein Wissen mit Ihnen auf businessfragen.com zu teilen. Der Online-Kurs Konsumentenverhalten, warum verhalten sich Konsumenten so, wie sie sich verhalten, besteht in Summe aus 7 Lektionen. Nach der Einführungsveranstaltung, in welcher Sie sich jetzt gerade befinden, beschäftigen wir uns mit den Grundlagen der Konsumentenverhaltensforschung und lernen hierzu die wichtigsten Begrifflichkeiten kennen und voneinander abzugrenzen. Darüber hinaus werden wir uns in dieser Lektion dann auch noch mit der Entstehung bzw. der Entwicklung der Konsumentenverhaltensforschung beschäftigen. Die Lektion 3 beschäftigt sich dann in weiterer Folge mit den unterschiedlichen Ansätzen der Konsumentenverhaltensforschung und dort lernen Sie die wichtigsten und bekanntesten Modelle kennen. Die zentralen Konstrukte zur Erklärung des Konsumentenverhaltens, wie zum Beispiel die Aktivierung, die Emotion, die Motivation oder aber auch die Einstellung, lernen Sie in der Lektion 4 kennen. Die Lektion 5 umfasst dann in weiterer Folge die einzelnen Phasen des Kaufprozesses und hierbei werden wir uns sowohl mit den B2C als auch mit den B2B-Märkten beschäftigen. Also wir werden uns sowohl mit dem Verkauf an Endverbraucher als auch mit dem Verkauf von Unternehmen zu Unternehmen beschäftigen. Im Rahmen der Lektion 6 werden wir uns dann noch mit der Beeinflussung des Konsumenten mit Hilfe der Kommunikation bzw. mit Hilfe von der Gestaltung von Werbeanzeigen intensiv auseinandersetzen. Abschließend werden wir in der Lektion 7 noch die Inhalte zusammenfassen und ein Fazit ziehen, sodass wir dann in weiterer Folge gemeinsam Handlungsempfehlungen entwickeln können. Zusammengefasst kann man festhalten, dass Sie nach der Bearbeitung dieses Online-Kurses die konkrete Fragestellung, warum verhalten sich Konsumenten so, wie sie sich verhalten, beantworten können und dieses Wissen dann für die Gestaltung Ihrer Kommunikationsmaßnahmen verwenden. Für wen eignet sich unser Kurs Konsumentenverhalten? Warum verhalten sich Konsumenten so, wie sie sich verhalten? Grundsätzlich kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass sich dieser Kurs für jeder Mann bzw. jede Frau eignet, sofern diese Person noch nicht Experte im Zusammenhang mit der Konsumentenverhaltensforschung ist. Daraus ergeben sich dann die nachfolgenden Zielgruppen. Einerseits richtet sich dieser Kurs einmal an Einzelunternehmer, welche das Verhalten ihrer Konsumenten bzw. Kunden noch besser verstehen möchten. Darüber hinaus dient dieser Kurs auch zur Auffrischung von vielleicht vor einigen Jahren bereits erworbenem Wissen und ebenso eignet sich dieser Kurs für Personen, welche einfach nur Interesse an diesem Themengebiet haben, gleichermaßen wie für Studenten, welche diesen Kurs als Prüfungsvorbereitung nutzen möchten. Der wissenschaftliche Urknall der Konsumentenverhaltensforschung ist auf die 1920er Jahre in den USA zurückzuführen.
Bis zur Etablierung und auch der unternehmerischen Nutzung hat es dann jedoch noch einige Jahre gedauert. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg nahm diese Forschungsdisziplin Einzug in die Unternehmen. Der deutsche Markt war nach dem Zweiten Weltkrieg bis hinein in die 1960er Jahre durch eine Verkäufermarktsituation charakterisiert. Folglich lag die Konzentration auf der Fragestellung der rationalen Erweiterung der Beschaffungs- und auch der Produktionskapazität. Mit steigendem Angebot, beginnendem Verdrängungswettbewerb und zunehmender Individualisierung des Konsums wurde es dann in weiterer Folge notwendig, die Marketingdisziplin zu professionalisieren, Nachfrage zu wecken und Präferenzen für Angebote aufzubauen. Und speziell aufgrund dieser Entwicklungen, kombiniert mit politischen und technologischen Entwicklungen, gewinnt die Konsumentenverhaltensforschung auch immer mehr an Bedeutung. Im Rahmen der Lektion Entwicklung des Konsumentenverhaltens bzw. Entwicklung der Konsumentenverhaltensforschung wurden Sie bereits mit dem Schlagwort des Marktwandels konfrontiert. Aber was steckt dahinter? Durch die immer weiter fortschreitende Industrialisierung, Globalisierung und Technisierung, einhergehend mit der Verfügbarkeit von Produktionsfaktoren, wandeln sich die Märkte weg von Verkäufermärkten hin zu Käufermärkten. Während bei einem Verkäufermarkt die Nachfrage das Angebot übersteigt, sowie die Erweiterung der Produktion sowie die Ressourcenbeschaffung im Vordergrund steht, übersteigt bei einem Käufermarkt das Angebot die Nachfrage und der Absatz spielt die entscheidende Rolle. Und diese Entwicklung weg von den Verkäufermärkten hin zu den Käufermärkten wird als der Marktwandel bezeichnet. Dieser Wandel ist vor allem darin begründet, dass heutzutage das Angebot die Nachfrage übersteigt und durch neue Markteintritte, austauschbare Produkte sowie die vereinfachte Möglichkeit, weltweit zu verkaufen, der Marktdruck enorm zunimmt. Erschwerend kommt noch hinzu, dass die letzten beiden Jahrzehnte sehr stark durch die Digitalisierung und die Automatisierung getrieben sind. Unabhängig von der Branche, in welcher Sie tätig sind, führt dies dann dazu, dass die Wettbewerbssituation und der Druck, sich als Unternehmen zu behaupten, von Tag zu Tag zunimmt. Speziell durch die laufend verbesserte Verfügbarkeit und Performance des Internet sowie zahlreicher neuer technologischen Entwicklungen hat sich in vielen Branchen der Marktanteil von ehemaligen Big Playern hin zu sogenannten Startups oder teilweise heutzutage ehemaligen Startups verlagert. Wenn Sie hier zum Beispiel nur an Amazon oder Zalando denken. Damit einhergehend hat sich dann in weiterer Folge auch das Verhalten der Konsumenten sehr, sehr stark verändert. Und wenn es einem Unternehmen jetzt nicht gelingt, sich auf diese neuen Marktbedingungen einzustellen und seine Marketingmaßnahmen bzw. seine Kommunikationsmaßnahmen dementsprechend an das Verhalten seiner Konsumenten anzupassen, dann wird dieses Unternehmen früher oder später vom Markt verschwinden. Und um sich als Unternehmen letztendlich behaupten zu können, ist es also unumgänglich, sich mit dem Verhalten der Konsumenten zu beschäftigen und dieses auch zu verstehen. Die Konsumentenverhaltensforschung versucht, Fragen nach dem Warum und dem Wie des Käuferverhaltens zu beantworten. Hierbei wird das Ziel verfolgt, das Verhalten des Konsumenten zu verstehen und auch zu erklären. Ein weiteres Ziel der Konsumentenverhaltensforschung ist die Ableitung von Handlungsempfehlungen zur Beeinflussung des Konsumentenverhaltens.
Aber was verstehen wir überhaupt unter dem Konsumentenverhalten? Unter dem Konsumentenverhalten wird das menschliche Verhalten beim Kauf und Konsum von wirtschaftlichen Gütern verstanden. Und das Konsumentenverhalten kann hierbei im engeren und im weiteren Sinne betrachtet werden. Unter dem Konsumentenverhalten im engeren Sinn verstehen wir das beobachtbare Äußere sowie das nicht beobachtbare innere Verhalten eines Menschen. Und im Unterschied hierzu berücksichtigt das Konsumentenverhalten im weiteren Sinne nicht nur materielle, sondern eben auch immaterielle Güter. Eine weitere Unterteilung des Konsumentenverhaltens kann vorgenommen werden in das organisationale und das individuelle Konsumentenverhalten. Beim organisationalen Konsumentenverhalten wird das Konsumentenverhalten von extern beeinflusst, wohingegen das individuelle Konsumentenverhalten auf das Individuum zurückzuführen ist. Sehen wir uns hierzu zum besseren Verständnis ein Beispiel an. Ein Freund von Ihnen besucht das Festival Rock im Park und trinkt dort jede Menge Alkohol. Jetzt stellt sich die Frage, trinkt Ihr Freund jede Menge Alkohol, weil er beim Festival Rock im Park ist oder weil er grundsätzlich gerne und häufiger jede Menge Alkohol trinkt? Trinkt Ihr Freund normalerweise kaum Alkohol, so kann hier vom organisationalen Konsumentenverhalten gesprochen werden und das Verhalten ist auf das Festival Rock im Park zurückzuführen. Trinkt Ihr Freund jedoch generell gerne jede Menge Alkohol, so kann vom individuellen Konsumentenverhalten gesprochen werden. Wer oder was ist ein Konsument? Unter einem Konsumenten wird eine natürliche Person verstanden, welche Waren und/oder Dienstleistungen zur privaten Bedürfnisbefriedigung erwirbt. Häufig wird in der Praxis auch der Begriff des Verbrauchers als Synonym verwendet. Das ist durchaus legitim, jedoch muss hierbei darauf geachtet werden, dass der Dienstleistungsbereich mit berücksichtigt wird. Und um von einem Konsumenten auch sprechen zu können, ist darüber hinaus auf die Kernmerkmale des Konsumenten zu achten. Die drei Kernmerkmale des Konsumenten lauten entscheiden, bezahlen und nutzen. Immer nur dann, wenn mindestens eines dieser drei Kernmerkmale gegeben ist, darf auch von einem Konsumenten gesprochen werden. Im Regelfall ist es jedoch so, dass alle drei Kernmerkmale gemeinsam und miteinander auftreten. Und wenn alle drei Kernmerkmale vorhanden sind, wird von der klassischen Erscheinungsform des Konsumenten gesprochen. Sehen wir uns hierzu noch ein Beispiel an. Sie überlegen sich, einen neuen PKW anzuschaffen. Nach intensiver Recherche entscheiden Sie sich für eine Marke und ein Modell. Sie überweisen den Rechnungsbetrag und übernehmen das neu angeschaffte Fahrzeug zu Ihrer persönlichen Verwendung. Welche der drei erlernten Kernmerkmale sind in diesem Beispiel gegeben? In diesem konkreten Beispiel kann von der klassischen Erscheinungsform eines Konsumenten gesprochen werden. Es sind alle drei Kernmerkmale vorhanden. Aufgrund der Tatsache, dass Sie sich für ein Modell und eine Marke entschieden haben, sind Sie der Entscheider. Darüber hinaus haben Sie den Rechnungsbetrag überwiesen, somit sind Sie auch Zahler und Sie haben das Fahrzeug zur persönlichen Verwendung angeschafft und somit sind Sie dann in weiterer Folge auch Nutzer. Nehmen wir nun mal an, Sie kaufen das Auto und schenken das Fahrzeug dann in weiterer Folge Ihrer Frau. Was verändert sich dann an diesem Beispiel? Welche Kernmerkmale sind noch gegeben? Der Unterschied liegt nun darin, dass Sie nicht mehr Nutzer sind, sondern Nutzer ist in diesem Fall dann Ihre Frau. Aber aufgrund der Tatsache,
dass sie nach wie vor Entscheider und Zahler sind, kann weiterhin von einem Konsumenten gesprochen werden. Es sind zwar nur mehr 2 von 3 Kernmerkmalen vorhanden, aber wie wir bereits gehört haben, ist eines der Kernmerkmale ausreichend, um von einem Konsumenten sprechen zu können. Der Konsum. Unter dem Konsum verstehen wir den Verbrauch und oder die Nutzung von immateriellen und materiellen Gütern. Wobei wir an dieser Stelle jetzt noch in 2 Arten des Konsums unterscheiden können, so können wir einerseits den utilitaristischen und andererseits den hedonistischen Konsum. Diese beiden Konsumarten unterscheiden sich vor allem durch ihre Motivation. So steht beim utilitaristischen Konsum der praktische Nutzen eines Produktes im Vordergrund, wohingegen beim hedonistischen Konsum das Ausleben von Fantasien und Emotionen die entscheidende Rolle spielen. Sehen wir uns hierzu zum besseren Verständnis jeweils ein Beispiel an. Starten wir mit dem utilitaristischen Konsum. Nur den wenigsten unter uns macht es Spaß, den Steuerberater zu besuchen. Nichtsdestotrotz ist dies, sofern Sie natürlich selbst kein Steuerexperte sein, zumindest einmal im Jahr erforderlich. Und aufgrund der Tatsache, dass es dem Großteil der Bevölkerung keinen Spaß macht, den Steuerberater zu besuchen, sondern dies eher als notwendiges Übel gesehen wird, kann hier vom utilitaristischen Konsum gesprochen werden. Gehen wir nun weiter zu einem Beispiel zum hedonistischen Konsum. Das Spielen mit einer Spielkonsole macht dem Großteil der Nutzer Spaß und löst bei zahlreichen Menschen Emotionen und Fantasien aus. Und genau das ist der Grund, weshalb wir hier vom sogenannten hedonistischen Konsum sprechen dürfen. Ergänzend muss an dieser Stelle dann aber auch noch erwähnt werden, dass es nicht immer zu 100% möglich ist, hier die beiden Arten des Konsums wirklich konsequent voneinander abzutrennen, sondern es kommt auch immer wieder mal zu einigen Vermischungen zwischen dem utilitaristischen und dem hedonistischen Konsum. Die Konsumentenverhaltensforschung ist durch zahlreiche Forschungseinflüsse gekennzeichnet. Und je nach Fragestellung ziehen Forscher unterschiedliche Erklärungsansätze heran. Zu den wohl bekanntesten Ansätzen gehören hier einerseits der positivistische und andererseits der verstehende Ansatz. Vertreter des verstehenden Ansatzes verfolgen den Standpunkt, dass die Konsumentenverhaltensforschung dem Konsumenten nutzen bzw. auch dienen soll und dem Konsumenten somit zu besseren Entscheidungen verhelfen muss. Und im Unterschied hierzu steht beim positivistischen Ansatz die Problemlösung für die Praxis im Mittelpunkt. Und hier wird versucht, mit Hilfe dieses positivistischen Ansatzes bzw. von empirischen Untersuchungen allgemeingültige Aussagen zu treffen, welche dann in weiterer Folge zur Verbesserung der Kommunikations- und Marketingmaßnahmen dienen. Aufgrund der Praxisrelevanz werden wir uns im Rahmen dieses Online-Kurses in erster Linie mit dem positivistischen Ansatz beschäftigen. Die Vertreter des positivistischen Ansatzes setzen hierbei in erster Linie auf den von Skinner geprägten Behaviorismus bzw. den daraus dann in weiterer Folge entstandenen Neobehaviorismus. Die behavioristischen Ansätze werden auch gern als Mechanikansätze bezeichnet und hierbei wird versucht, ein resultierendes Verhalten in einen direkten Bezug zu einem Stimuli zu bringen. Und hierbei sind dann in weiterer Folge sowohl der Stimuli als auch die Reaktion ganz klar erkennen und auch messbar. Und im Unterschied hierzu sind Modellansätze der neobehavioristischen Lehre zuzuordnen
oder eben auch als Struktur oder werden auch gerne als Strukturansätze bezeichnet. Und hier bei diesen Strukturansätzen wird dieser Stimulus-Reaktionsansatz aus dem Behaviorismus um eine weitere Dimension ergänzt, also um den sogenannten Organismus ergänzt, sodass dann in weiterer Folge vom SOR-Modell gesprochen werden kann. Wie bereits angemerkt, ist der Behaviorismus dem positivistischen Ansatz zuzuordnen und hierbei wird versucht, das resultierende Verhalten in einen direkten Bezug zu einem Stimulus zu bringen. Und zu den wohl bekanntesten Modellen des Behaviorismus zählen die Zufallsmodelle und die Lernmodelle. Zufallsmodelle betrachten jedoch lediglich die grundlegenden Zusammenhänge, wohingegen die Lernmodelle die Erfahrung als zentrale Komponente aufweist. Diese Modelle bzw. der Behaviorismus im Allgemeinen wird aber auch immer wieder gerne kritisiert. Der Grund hierfür ist, dass er sich lediglich eben mit dem Stimulus und der darauf folgenden Reaktion beschäftigt. Es wird jedoch nicht berücksichtigt, was im Inneren eines Individuums, also im Inneren eines Menschen passiert, beziehungsweise welche Abläufe dort stattfinden. Und aus diesem Grund wird auch hier in diesem Zusammenhang häufig von der sogenannten Blackbox gesprochen. Sehen wir uns hierzu zum besseren Verständnis noch ein kurzes Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie spazieren durch eine Einkaufsstraße und sehen im Schaufenster die neue Handtasche der Marke XY, welche Sie auch spontan kaufen. In diesem Beispiel ist dann der Stimulus die neue Handtasche, welche Sie eben im Schaufenster sehen, und die Reaktion darauf ist dann der Kauf. An dieser Stelle ist jedoch noch nicht klar, warum Sie diese Handtasche gekauft haben. Es stellt sich hier dann in weiterer Folge natürlich noch die Frage, haben Sie die Handtasche gekauft, weil sie Ihnen zum Beispiel gut gefallen hat, oder haben Sie die Tasche gekauft, weil sie gerade in Aktion ist und Sie diese Tasche nie mehr wieder so günstig bekommen? Oder haben Sie die Tasche einfach nur gekauft, weil Ihre alte Handtasche mittlerweile so abgenützt ist, dass Sie dringend eine neue benötigen? Und nachdem diese Fragestellungen mit Hilfe dieses Behaviorismus bzw. mit diesen Modellen nicht geklärt werden können, werden diese Modelle eben immer wieder kritisiert. Wie bereits vorher angesprochen, zählt auch der Neobehaviorismus zu den positivistischen Ansätzen. Und im Unterschied zum Behaviorismus, also zum Stimulus-Reaktionsansatz, wird beim Neobehaviorismus eine weitere Dimension hinzugefügt, also der sogenannte I-Organismus, also das die inneren Abläufe im Individuum bzw. innerhalb eines Menschen. Zu den wohl bekanntesten Modellen der Strukturansätze, also der neobehavioristischen Lehre, zählen die Haushaltstheorie, die Systemansätze und auch die Prozessmodelle. Starten wir zuerst mit der Haushaltstheorie. Die Haushaltstheorie gilt als einer der Vorläufer der Strukturansätze und versucht, das Konsumentenverhalten im Sinne der Mikroökonomik zu erklären. Was dann in weiterer Folge aber auch dann dazu führt, dass es nur von sehr geringer praktischer Relevanz ist. Weiters kennen wir dann die Systemansätze und diese Systemansätze können wir wiederum unterteilen in einfache Partialmodelle und in Totalmodelle. Die einfachen Partialmodelle betrachten einzelne bzw. auch probierte Variablen des Konsumentenverhaltens. Ein Beispiel habe ich Ihnen hier mitgebracht, also ausgehend von einem Produktwissen, welches dann in weiterer Folge zu einer Einstellung führt, entsteht dann eine Kaufabsicht seitens des Konsumenten oder eines potenziellen Käufers und diese Kaufabsicht führt dann in weiterer Folge zum Kauf.
Und wie Sie schon anhand dieses Beispiels sehen, sind diese relativ einfach und nachvollziehbar darzustellen. Und aus diesem Grund haben Sie auch einen sehr hohen praktischen Bezug. Und es können mit Hilfe von solchen Partialmodellen auch zahlreiche Ableitungen für das Marketing durchgeführt werden, dann in weiterer Folge bzw. erfüllen. Und wenn wir dann noch weitergehen zu den Totalmodellen, so sehen wir eigentlich sofort auf den ersten Blick, dass es sich bei Totalmodellen um deutlich komplexere Modelle handelt, als wie wir es vorher bei diesen Partialmodellen gesehen haben. Der Grund hierfür ist relativ schnell erklärt. Der Grund hierfür ist, dass Totalmodelle versuchen, das Konsumentenverhalten vollständig und zur Gänze zu erklären. Und das ist dann in weiterer Folge auch der Grund dafür, warum diese Totalmodelle für die Praxis eigentlich eher ungeeignet sein und nur selten zur Anwendung kommen. Gründe hierfür sind, dass einerseits einmal die Datenerhebung sehr, sehr schwer möglich ist, dass diese Totalmodelle bzw. die Datenerhebung auch sehr zeitintensiv ist und auch häufig mit sehr hohen Kosten verbunden ist. Ja, und zu guter Letzt kennen wir dann auch noch die Prozessmodelle oder auch gerne als Phasenmodelle bezeichnet. Und diese betrachten in erster Linie, was der Käufer in welcher Phase eines Prozesses tut. Ein Beispiel für solch ein Phasenmodell habe ich Ihnen hier nachfolgend mitgebracht, und zwar das Phasenmodell der Kaufentscheidung. Und dieses Phasenmodell stellt vor allem die Kundenbeziehung in den Mittelpunkt aller Betrachtungen, was es uns dann in weiterer Folge erleichtert, eine phasengerechte Anpassung der Marketingaktivitäten durchzuführen, um so in weiterer Folge dann eine langfristige Kundenbindung erreichen zu können. Und wir sehen hier, dieses Phasenmodell unterteilt sich in drei Phasen, in die Vorkaufphase, in die Kaufphase und in die Nachkaufphase. Ja, und aber mit so viel einmal zu diesem Phasenmodell. Wir werden uns dann in einer späteren Lektion noch intensiv mit diesem Phasenmodell beschäftigen, beziehungsweise mit dem Kaufprozess intensiv beschäftigen und hier wirklich detailliert dann auf die einzelnen Phasen eingehen. Wenn wir dann noch kurz schauen, worin genau im Detail der Unterschied liegt zwischen dem Stimulus-Reaktionsansatz, also dem Behaviorismus und dem Neobehaviorismus, so können wir eben im Zusammenhang mit dem Neobehaviorismus vom SOR-Modell bzw. SOR-Ansatz sprechen, also vom Stimulus, Organismus und Response bzw. Reaktion. Diesen Prozess bzw. dieses Modell haben wir hier dargestellt. So sehen wir zuerst einmal den Stimulus, also den wahrnehmbaren Reiz. Wenn wir an das Beispiel von vorhin denken, so wäre es hier eben genau wieder diese Handtasche. Ebenfalls bei beiden Ansätzen finden wir eben diesen Response, also die Reaktion darauf. Das ist hier am Ende eben diese Verhaltensreaktion. Und der Unterschied zwischen dem Stimulus-Reaktionsansatz und dem SOR-Ansatz ist eben hier genau in der Mitte dargestellt, also der Organismus, der nicht beobachtbare Prozess im Individuum. Und wenn wir uns das Ganze im Detail anschauen, passt natürlich auch der Stimulus und der Response auch auf den SR-Ansatz von vorhin. So können einerseits einmal die Stimuli seitens des Marketings erfolgen oder auch anderweitig bedingt sein. Zu den Marketing-Stimuli zählen klassischerweise die 4 Bs, also Produkt, Preis, Distribution und Kommunikation. Und andere Stimuli können zum Beispiel auch sein die Wirtschaft, die Technologie, die Politik und die Kultur. Und wenn wir uns dann in weiterer Folge die Reaktion anschauen, so können so typische Reaktionen sein die Wahl des Produktes, die Wahl der Marke, die Händlerwahl, der Zeitpunkt des Kaufes oder aber auch die Kaufmenge, wie beim vorhergehenden Beispiel zum Beispiel auch der spontane Kauf der Tasche. Und sehen wir uns dann eben noch genau diesen Organismus an,
wo wir vorher eben auch schon kurz gehört haben, dass hier in diesem Zusammenhang von der Blackbox gesprochen werden. Und hier sind zahlreiche Faktoren, welche eben Einfluss auf diesen Prozess haben, beziehungsweise ob dann in weiterer Folge ein Kauf erfolgt oder eben auch nicht. Und so typische Einflussfaktoren können hier zum Beispiel sein die Persönlichkeit des Individuums, die Einstellung oder aber auch wie der Prozess der Entscheidungsfindung abläuft. Ja, so viel einmal zum SOR-Modell im Unterschied zum SR-Ansatz bzw. Behaviorismus versus Neobehaviorismus. Folgt man den Überlegungen nach Voigt und Svoboda, so kann das Konsumentenverhalten durch die Betrachtung von verschiedenen Determinanten dargestellt werden. Zu diesen Determinanten zählen die psychischen, die persönlichen, die sozialen und die kulturellen Determinanten bzw. Variablen. Legen wir aber zuerst einmal den Fokus auf die psychischen Variablen. Die inneren, also die psychischen Vorgänge, können grundsätzlich in aktivierende und in kognitive Prozesse unterteilt werden. Sehen wir uns zuerst einmal die aktivierenden Prozesse an. Als aktivierend werden solche Vorgänge bezeichnet, die mit inneren Erregungen und Spannungen verbunden sind und das Verhalten auch antreiben. Im Unterschied hierzu die kognitiven Prozesse. Kognitiv sind solche Vorgänge, durch die das Individuum Informationen aufnimmt, verarbeitet und auch speichert. Es sind also im weitesten Sinne Prozesse der gedanklichen Informationsverarbeitung. Und diese inneren und also inneren aktivierenden oder kognitiven Vorgänge werden von Innenreizen oder von Außenreizen ausgelöst, wie wir es hier auf dieser Abbildung sehen. So sehen wir links oben einmal die Außenreize dargestellt und links rechts oben die Innenreize, welche eben mit diesen Pfeilen die aktivierenden oder die kognitiven Prozesse auslösen. Ein Beispiel für so einen Außenreiz wäre zum Beispiel, wenn Sie mit einem Angebot von zwei verschiedenen Produkten durch denselben Hersteller konfrontiert werden und dann in weiterer Folge wird durch die Betrachtung oder durch das Angebot dieser beiden Produkte bei Ihnen automatisch ein Beurteilungsprozess ausgelöst und Sie beurteilen sowohl das Produkt 1 als auch das Produkt 2. Das wäre so ein typisches Beispiel für einen Außenreiz. Ein anderes Beispiel für einen Innenreiz wäre zum Beispiel, wenn Sie gerade beim Mittagstisch sitzen und essen und Ihnen spontan einfällt, ma, heute könnte ich doch ins Kino gehen, so kommt dieser Anreiz nicht von außen, sondern von innen her und dementsprechend kann dann eben von einem sogenannten Innenreiz gesprochen werden. Und wenn wir uns dann hier diese Abbildung noch etwas genauer anschauen, so finden wir dann auch komplexere Prozesse noch dargestellt. Und hierbei können wir dann auch wieder unterscheiden, wie wir auch anhand den Pfeilen erkennen können, komplexere aktivierende Prozesse und komplexere kognitive Prozesse. Zu den komplexeren aktivierenden Prozessen, diese umfassen vor allem die Emotion, die Motivation und die Einstellung, aber damit werden wir uns dann in weiterer Folge noch etwas genauer beschäftigen, ebenso wie mit den komplexeren kognitiven Prozessen. Hierzu zählen zum Beispiel die Wahrnehmung, die Entscheidung, das Lernen oder eben auch unser Gedächtnis. Und eben ausgelöst durch diese Außen- und Innenreize werden eben aktivierende Prozesse bzw. kognitive Prozesse und komplexe Prozesse ausgelöst, welche uns dann wiederum oder in uns dann wiederum ein gewisses Verhalten auslösen. Das Involvement. Das Involvement zeigt den Grad der Ich-Beteiligung, also den Grad des eigenen Engagements
gegenüber einem Objekt. Es handelt sich beim Involvement also um das innere Engagement, mit dem sich ein Individuum einem Sachverhalt oder einer Aufgabe widmet, beziehungsweise den Aktivierungsgrad und den Motivationsgrad zur objektgerichteten Informationssuche, Informationsaufnahme, Informationsverarbeitung und der Informationsspeicherung. Das Involvement ist in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten zu einem zentralen Begriff der Werbeforschung geworden. Und Gröber und Riehl bzw. auch Esch beschreiben das Involvement als eine sehr komplexe Größe, welche vor allem durch die Eigenschaften der Persönlichkeit, des Produktes, der Marke, der Situation, der Medien, aber auch der Werbemittel bestimmt wird. Und je nachdem, wie hoch das eigene Engagement oder das innere Engagement des Individuums ist, wird eben hier dann von High Involvement oder Low Involvement gesprochen. Einige Beispiele habe ich Ihnen hier auf dieser Abbildung mitgebracht. High Involvement wäre zum Beispiel wirklich die bewusste Informationssuche eines Individuums, wobei von Low Involvement gesprochen wird im Zusammenhang mit der passiven Informationssuche. Bei einem Low Involvement erfolgt eine umfassende Informationsverarbeitung, wohingegen beim Low Involvement das Lernen nach Wiederholungen von Botschaften erfolgt oder durch das Wiederholen von Botschaften erfolgt. Darüber hinaus wäre ein typisches Beispiel für das High Involvement zum Beispiel die Auseinandersetzung mit der Werbung, und von Low Involvement wird gesprochen, wenn sich ein Individuum lediglich berieseln lässt durch die ausgestrahlte Werbung oder die Werbeanzeige und so weiter. Beim High Involvement wird immer versucht, die beste Alternative zu finden, wohingegen beim Low Involvement sich das Individuum mit einer zufriedenstellenden Alternative zufrieden gibt. Beim High Involvement werden auch zahlreiche Produktmerkmale betrachtet, wohingegen im Zusammenhang mit dem Low Involvement nur lediglich wenige Produktmerkmale berücksichtigt werden. Und zu guter Letzt habe ich Ihnen auch noch die Ausprägungsformen von High und Low Involvement im Zusammenhang mit der Markentreue mitgebracht. So besteht beim High Involvement wirklich eine Überzeugung in Bezug auf eine Marke, wohingegen bei einem Low Involvement oder ein Low Involvement vorherrscht, wenn die Markentreue aufgrund von Gewohnheiten vorherrscht. Die Aktivierung. Die Aktivierung stellt die Basis für aktivierende Vorgänge dar und versetzt den Menschen in einen Zustand, in dem er oder sie leistungsbereit und leistungsfähig ist. Und die Aktivierung tritt dabei in zwei miteinander wechselwirkenden Ausprägungsformen auf. So kennen wir einerseits die phasische Aktivierung und andererseits die tonische Aktivierung. Im Zusammenhang mit der phasischen Aktivierung wird von kurzfristigen Aktivierungsschwankungen gesprochen, welche als Reaktion auf Reize auftreten. Und die phasische Aktivierung bestimmt die Leistungsfähigkeit eines Menschen bzw. Individuums bei der Verarbeitung von Stimuli und reguliert somit in weiterer Folge dann die laufende Anpassung an die jeweilige Reizsituation und die damit einhergehende Fähigkeit, Reize wahrzunehmen, aufzunehmen und in weiterer Folge dann eben auch zu verarbeiten. Und im Unterschied hierzu zeichnet sich die tonische Aktivierung durch länger anhaltende Bewusstseinslage aus, welche sich nur sehr, sehr langsam verändert. Und aufgrund der Tatsache, dass bei der tonischen Aktivierung Reizwirkungen eben deutlich länger anhalten als bei der phasischen Aktivierung, ist hier die Einflussnahme sehr, sehr schwer möglich im Unterschied
zur phasischen Aktivierung, wo die Einflussnahme gut möglich ist. Aber warum benötigen wir überhaupt Aktivierung, beziehungsweise warum müssen Menschen überhaupt aktiviert werden? Das Involvement, welches wir ja bereits kennengelernt haben, eines jeden Konsumenten ist im Regelfall eher gering. Gründe hierfür können sein einerseits einmal das deutlich geringe Informationsinteresse seitens der Konsumenten. Darüber hinaus zeichnen sich die aktuellen Märkte durch gesättigte Märkte aus, also sprich, es liegt eine Sättigung vor und darüber hinaus werden dann die Produkte auch noch immer austauschbar. Und einer der dritten Gründe, welche gerade speziell durch die Entwicklung des Internets und die diversen Social Media Kanälen entstanden sind, ist auch eine sehr starke Informationsüberlastung entstanden, wodurch sich dann die Konsumenten auch sehr, sehr schnell überfordert fühlen. Und aus diesem Grund ist dann eben in weiterer Folge notwendig, dass die Konsumenten aktiviert werden. Und hierbei können unterschiedliche Aktivierungstechniken eingesetzt werden. Und diese Aktivierungstechniken sind dann entscheidend dafür, in welchem Ausmaß wenig involvierte Empfänger den Werbekontakt nutzen und wie effizient die angebotenen Informationen dann in weiterer Folge durch den Konsumenten in kurzer Zeit verarbeitet und auch gespeichert werden. Somit kann man festhalten, dass das Ziel der Aktivierung ist die Steigerung der Aufmerksamkeit des Konsumenten, um das Produkt bzw. Informationen zum Produkt wahrzunehmen. Und im Zusammenhang mit der Aufmerksamkeit ist dann in weiterer Folge eben auch noch zu klären, was verstehen wir überhaupt unter der Aufmerksamkeit. Unter der Aufmerksamkeit verstehen wir die Bereitschaft, Außenreize wahrzunehmen und diese dann in weiterer Folge aufzunehmen. Und hierbei können wir vier Subtypen der Aufmerksamkeit unterteilen. So können wir einerseits einmal die orientierte Aufmerksamkeit, die selektive, fokussierte Aufmerksamkeit, die geteilte Aufmerksamkeit und auch die dauerhafte Aufmerksamkeit. Die orientierte Aufmerksamkeit beschreibt eine räumliche Aufmerksamkeitsausrichtung oder die Beschreibung eines zeitlichen Verlaufs. Wenn der Fokus auf einem bestimmten Ort oder einem bestimmten Stimulus liegt, dann wird von der selektiven, fokussierten Aufmerksamkeit gesprochen. Werden mehrere Reize simultan und gleichzeitig verarbeitet, wird von der geteilten Aufmerksamkeit gesprochen und von der dauerhaften Aufmerksamkeit wird gesprochen, wenn eine längerfristige Ausrichtung auf einen Reiz besteht. Ja, so viel einmal zu den Subtypen der Aufmerksamkeit. Jetzt haben wir schon vieles über das Thema Aktivierung und Leistungsfähigkeit gehört und an dieser Stelle kommt dann die sogenannte Lambda-Hypothese ins Spiel. Die Lambda-Hypothese korreliert einerseits den Grad der Aktivierung und andererseits den Grad der Leistungsfähigkeit. Und dies erlaubt uns dann in weiterer Folge eben Aussagen über erwünschte bzw. unerwünschte Levels zu treffen. Und wenn wir uns dann hierzu diese Abbildung ansehen, so sehen wir mal von links unten nach links oben den Grad der Leistungsfähigkeit dargestellt und von links unten nach rechts unten den Grad der Aktivierung, also den Aktivierungsgrad dargestellt. Und wenn wir zuerst einmal noch beim Aktivierungsgrad bleiben, so können wir hier die Aktivierung einmal unterscheiden zwischen der Normalaktivierung und der Überaktivierung. Aber auch wenn wir die Normalaktivierung ansehen, gibt es hier unterschiedliche Phasen. So sehen wir zuerst einmal am Anfang, wenn ein sehr geringer Aktivierungsgrad vorherrscht, dass seitens des Menschen oder des Individuums auch kaum Leistungsfähigkeit besteht bzw. vorhanden ist. Erst durch einen leichten Anstieg des Aktivierungsgrades kommt es dann zur entspannten Wachheit. Und das Optimum der Leistungsfähigkeit wird im
circa beim Optimum des Aktivierungsgrades erreicht und hier spricht man dann von der sogenannten wachen Aufmerksamkeit. Aber Vorsicht, das bedeutet nicht, dass je höher der Aktivierungsgrad, umso höher auch die Leistungsfähigkeit. Nein, es kann dann eben, wenn diese wache Aufmerksamkeit überschritten wird, auch wieder zu einer Absenkung der Leistungsfähigkeit kommen und dann sprechen wir eben von der sogenannten Überaktivierung. Und das sehen wir hier am rechten Teil dieser Abbildung. So folgt dann eben wieder eine starke Erregung bzw. dann sogar Panik, wenn der Aktivierungsgrad zu hoch wird und damit einhergehend wird dann eben auch die Leistungsfähigkeit wieder deutlich reduziert. Die Herausforderung im Zusammenhang mit der Aktivierung ist es also, den optimalen Grad der Aktivierung zu finden, um so den Menschen leistungsfähig und leistungsbereit zu machen, damit er sich dann in weiterer Folge eben wirklich mit den Werbemaßnahmen, mit den Produkten und den kommunizierten Informationen eben intensiv beschäftigt. Ja. Gehen wir dann abschließend in dieser Lektion noch weiter zu den Stimulusarten. Also wir haben schon eingangs gehört, die aktivierenden Prozesse können ausgelöst werden durch Innenreize und Außenreize. Hier gibt es nach Voss und Swoboda auch noch eine weitere Unterteilung in der Stimuli. Und somit kann nach Voss und Swoboda eben eine Unterteilung vorgenommen werden in affektive, physikalische und kognitive Reize. Affektive Reize sind, wie es der Name schon sagt, Emotionen auslösende und mitunter genetisch disponierte Reizreaktionsmechanismen, welche in der Regel sehr, sehr stark aktivieren und auch sehr häufig eingesetzt werden. So typische Beispiele für affektive emotionale Reize wären zum Beispiel das Kindchenschema, das Naturschema oder aber auch das Erotikschema. Gehen wir weiter zu den physikalischen Reizen. Auch hier, wie es der Name schon sagt, handelt es sich hierbei vor allem um Stimuli, die sich durch ihre physikalischen Eigenschaften wie zum Beispiel die Größe, die Form, die Farbe oder eben auch die Lautstärke auszeichnen. Und zu guter Letzt kennen wir nach Voss und Swoboda auch noch die kognitiven Reize. Hierunter wird verstanden, dass diese kognitiven Reize eben Reizwirkungen erhalten, welche sich durch Widersprüche, gedankliche Konflikte oder eben auch Überraschungen auszeichnen. Und jetzt haben wir schon sehr viel gehört, dass Reize eben dazu führen, dass Menschen aktiviert werden. An dieser Stelle muss jedoch auch Vorsicht gewaltet oder an den Tag gelegt werden, denn Reize können nicht oder haben nicht nur einen positiven Einfluss, nein, ganz im Gegenteil, Reize können auch einen negativen Einfluss auf die Einstellung eines Konsumenten haben. Und das ist vor allem dann der Fall, wenn diese sehr stark störend oder aber auch verunsichernd wirken. Und so typische Beispiele hierfür wären aufdringliche, intensive physikalische Reize oder aber auch emotionale Reize, die als dümmlich, peinlich oder geschmackslos aufgefasst werden können oder eben auch das Drohen mit Konsequenzen. Und im Zusammenhang mit diesem negativen Einfluss gibt es dann eben noch zwei Effekte, welche man kennen sollte. Einerseits den Bumerang-Effekt und andererseits den Vampir-Effekt. Der Bumerang-Effekt beschreibt das Verursachen einer gegenteiligen Kommunikationswirkung, also wenn nicht die Wirkung erreicht wird, welche ursprünglich geplant wurde. Und im Unterschied hierzu wird unter dem Vampir-Effekt verstanden, dass die Reize wenig mit dem Gesamtkontext im Einklang stehen und dadurch eben auch gerne ablenkende Wirkungen haben. Also an dieser Stelle sollten Sie wirklich darauf achten, wie Sie die jeweiligen Reize setzen, so dass diese nicht sehr stark ablenkend oder verunsichernd wirken. Ein weiteres zentrales Konstrukt der Konsumentenverhaltensforschung ist die Emotion.
Unter Emotionen werden innere Erregungsvorgänge verstanden, welche als subjektiv erlebt und als angenehm bzw. unangenehm empfunden werden. Und darüber hinaus können die Emotionen dann auch noch anhand von vier Dimensionen beschrieben werden. Einerseits einmal mit Hilfe des Ausmaßes der inneren Erregungen, wie bereits erwähnt, durch die positive, angenehme oder negative, unangenehme Wahrnehmung. Darüber hinaus können die Emotionen auch noch unterschieden werden nach der Qualität bzw. der Art der jeweiligen Emotion. Und darüber hinaus spielt im Zusammenhang mit der Emotion bzw. mit der Beschreibung der Emotion das jeweilige Bewusstsein auch noch eine entscheidende Rolle. Wichtig im Zusammenhang mit der Emotionsforschung ist es dann auch noch zu wissen, dass es unterschiedliche Emotionstheorien gibt in der Theorie bzw. im Zusammenhang mit der Forschung. Und so kennen wir zum Beispiel einerseits die Apprehensaltheorien und die biologischen Theorien und andererseits auch noch die konstruktivistischen Theorien. Bei der Apprehensaltheorie ist eine kognitive Bewertung, also eine Situationsbewertung des Reizes im jeweiligen Kortex nötig, damit sich dann Emotionen überhaupt einstellen können. Im Zusammenhang mit den biologischen Theorien spricht man von genetisch programmierten Schlüsselreizen sowie konditionierten Reizreaktionsmechanismen, und die konstruktivistische Theorie kombiniert diese beiden Theorien und die Emotion als innere Erregung im Zusammenhang mit einer kognitiven Interpretation. Das nächstfolgende und nächstkomplexere Verhaltenskonstrukt stellt die Motivation dar. Unter der Motivation wird die Erweiterung der Emotionen um den Aspekt der Zielorientierung verstanden. Die Motivation ist also eine Emotion mit Zielorientierung, die unser Verhalten maßgeblich steuert. Und im Zusammenhang mit der Begrifflichkeit der Motivation bzw. mit der Motivationsforschung gibt es dann auch noch drei Begriffe, welche entscheidend sind bzw. welche man unbedingt wissen und kennen sollte. Zu diesen Begrifflichkeiten gehört einerseits einmal das Motiv, das Bedürfnis und die Anreize. Als Motiv bezeichnen wir einen latenten Zustand, ähnlich auf bestimmte Ziele zu reagieren. Die Bedürfnisse sind ein Teilaspekt der Motive und sind gefühlte Mangelzustände mit dem begleiteten Wunsch, diese dann in weiterer Folge auch zu beseitigen. Und zu guter Letzt kennen wir dann eben noch den Begriff der Anreize. Und diese Anreize stellen das Bindeglied zwischen den Motiven und der Motivation dar. Und diese bedingen bzw. intensivieren ein gewisses Verhalten, wodurch dann in weiterer Folge gegebenenfalls ein anderes Verhalten wiederum gehemmt wird. Und wenn wir dann noch etwas bei den Motiven bleiben, so können wir die Motive unterscheiden in die intrinsischen, in die extrinsischen Motive und in die Triebe. Die intrinsischen Motive rühren von innen her und werden in erster Linie einer Selbstwillen angestrebt. Wohingegen die extrinsischen Motive, wie es der Name auch schon sagt, von außen kommt und das Ziel haben, da Belohnungen zu erlangen, beziehungsweise Bestrafungen zu vermeiden. Und zu guter Letzt eben noch die Triebe. Diese stellen eine Sonderform der Motive dar und haben keine kognitive Komponente. Also hier wird der Stimulus im Inneren des jeweiligen Körpers ausgelöst. Ja, so viel einmal zu den unterschiedlichen Arten der Motiven. Sehen wir uns dann noch die Bedürfnisse im Detail etwas an, und hierfür habe ich die Bedürfnishierarchie nach Maslow mitgebracht. Und diese Bedürfnishierarchie oder auch Bedürfnispyramide genannt,
zählt zu den Klassikern der Motivationsforschung und dient zur hierarchischen Einordnung der menschlichen Bedürfnisse. Und im Rahmen seiner polythematischen Motivationstheorie identifizierte Maslow 5 Bedürfnisklassifikationen. Und wenn man den Aussagen von Maslow folgt, dann werden die höheren Bedürfnisse, also hier in diesem Beispiel das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, erst angestrebt, wenn die niedrigeren Bedürfnisse, also hier die Existenzbedürfnisse oder eben auch physiologischen Bedürfnisse genannt, bereits befriedigt werden. Sehen wir uns diese Bedürfnispyramide etwas genauer an. Am unteren Ende der Bedürfnispyramide steht die Sicherung der Daseinsgrundlagen, wie eben zum Beispiel Essen, Trinken, Kleidung oder auch die Wohnung, also ein Dach über den Kopf haben. Und zusammengefasst kann man hier eben von den Existenz- oder von den physiologischen Bedürfnissen sprechen. Auf der zweiten Ebene befinden sich dann die Sicherheitsbedürfnisse, also das Streben nach materieller oder auch beruflicher Sicherheit, sowie der Schutz von Gesundheit, wie zum Beispiel eben eine Krankenversicherung zu haben, oder aber auch der Wunsch nach Lebensversicherung. Die dritte Ebene umfasst dann die sozialen Bedürfnisse, also der Wunsch nach Liebe, Zuneigung, Kommunikation, aber auch Partnerschaft. Und die Geltungsbedürfnisse, wie das Streben nach Anerkennung oder eben auch Prestige und Ruhm, folgen dann in der nächsten Hierarchiestufe, also in der Hierarchiestufe 4, hier als Anerkennungsstufe oder Hierarchie dargestellt. Und darunter wird zum Beispiel verstanden der Besuch von Luxusrestaurants, Nobelautos und so weiter. Und an der Spitze der Pyramide finden wir dann das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, wie zum Beispiel der Wunsch nach Individualität oder eben auch Gerechtigkeit. Zusammengefasst kann dann eben auch noch festgehalten werden, dass die Bedürfnishierarchie nach Maslow sich sehr gut dazu eignet, in die Motivationsforschung einzusteigen, diese jedoch lediglich einen Überblick über die unterschiedlichen Motive bzw. Bedürfnisse darstellt und aus diesem Grund eben auch häufig kritisiert wird. Und einer der Hauptgründe für diese Kritik ist die streng hierarchische Betrachtung und dass diese gegebenenfalls oder teilweise nicht unbedingt der tatsächlichen Praxis entspricht. Und wenn wir uns diese Abbildung jetzt noch etwas genauer anschauen, so sehen Sie links eben diese Bedürfnishierarchie noch dargestellt. In der ersten Spalte sehen Sie dann hier einige Beispiele noch dargestellt, ergänzend zu denen, welche ich bereits erwähnt habe. Und am Ende finden Sie dann noch den Bezug zum jeweiligen Marketing und einige Beispiele, wie das Marketing bzw. die Kommunikation dann in weiterer Folge auf die jeweiligen Bedürfnisse erfolgen sollte. Sehen wir uns hierzu einige etwas genauer an. Starten wir mal bei den physiologischen Bedürfnissen, also bei den Existenzbedürfnissen. So empfiehlt es sich hier im Rahmen der Produktpolitik, Produkte zu entwickeln, die eben auf die existenziellen Bedürfnisse der jeweiligen potenziellen Kunden bzw. Konsumenten abzielen. Wenn wir auf das Thema Sicherheit gehen, so könnte hier zum Beispiel im Rahmen der Produktpolitik Produkte entwickelt werden, im Zusammenhang mit einer Zufriedenheitsgarantie oder eben auch hier wirklich auf die Entwicklung von Marken geachtet werden oder im Rahmen der Preispolitik zum Beispiel eine Niedrigpreisgarantie abzugeben. Gehen wir im Unterschied hierzu dann zum Beispiel noch auf die Selbstverwirklichung ein. Hier wäre zum Beispiel die Kommunikationspolitik wirklich mit emotionalen Erlebnissen zu arbeiten, also wirklich hier zu versuchen, emotionale Erlebnisse zu vermitteln im Rahmen der Werbebotschaften.
oder in Bezug auf die Produktpolitik, zum Beispiel die Entwicklung von Produkten, die als oder auf die Selbstverwirklichungsbedürfnisse abzielen. Ja, das sind nur einige Beispiele, welche hier zum besseren Verständnis angeführt werden. Die Einstellung beinhaltet die erlernte und relativ konsistente Bereitschaft sowie das Verhalten gegenüber einem Objekt unter bestimmten situativen Voraussetzungen. Wenn wir uns hier das Zusammenspiel zwischen den aktivierten Verhaltenskonstrukten ansehen, so haben wir zuerst einmal als erstes Konstrukt die Aktivierung. Die Aktivierung stellt, wie bereits kennengelernt, ein zentral nervöses Erregungsmuster dar. Wenn dieses zentral nervöse Erregungsmuster um die kognitive Interpretation erweitert wird, also um den Prozess der kognitiven Interpretation, so entsteht eine Emotion. Und wenn diese Emotion dann noch ergänzt wird um die kognitive Zielorientierung, so entsteht die Motivation. Und ausgehend von der Motivation, ergänzt um die kognitive Gegenstandsbeurteilung, entsteht dann die Einstellung. Grundsätzlich kann man an dieser Stelle festhalten, dass man davon ausgehen kann, dass wenn eine positive Einstellung vorliegt, die Kaufwahrscheinlichkeit deutlich erhöht wird. Die Einstellung oder die positive Einstellung stellt jedoch keine Garantie für den Kaufabschluss dar. Aber wie bereits erwähnt, die Wahrscheinlichkeit dadurch ist deutlich gestiegen. Sehen wir uns hierzu im Zusammenhang mit der Einstellung auch noch die unterschiedlichen oder einige unterschiedliche Einstellungstheorien aus der Wissenschaft bzw. der Forschung an. So kennen wir zuerst einmal die DAA, welche eine grundlegende Theorie zur Erklärung des Verhaltens durch Einstellung darstellt. Die DBB ist eine der nächsten Einstellungstheorien, welche wir hier kennenlernen, und diese ergänzt die DAA um die wahrgenommene Verhaltenskontrolle als einen weiteren verhaltensbestimmten Faktor. Darüber hinaus gibt es dann auch noch die sogenannte Drei-Komponenten-Theorie. Bei dieser Theorie stehen Einstellung und Verhalten in einem direkten und wechselseitigen Bezug zueinander. Und zu guter Letzt kennen wir dann auch noch das ABC-Modell. Und hierbei handelt es sich um ein mehrdimensionales Modell mit den Komponenten affektiv, also gefühlsmäßig, mit dem Verhalten, also der Handlungsabsicht, und der Kognition, also dem subjektiven Wissen und der Überzeugung. Und der Vollständigkeit halber noch zum Abschluss, das ABC im Namen ABC-Modell steht für Effekt, Behavior und Cognition. Das Gedächtnis und das Lernen. Wenn wir das Konsumentenverhalten tiefergehend verstehen und auch analysieren wollen, dann führt letztendlich kein Weg daran vorbei, dass wir uns mit den kognitiven Aspekten des menschlichen Verhaltens beschäftigen. Der Grund hierfür ist, dass unser Verhalten einerseits von erheblich bedingten als auch von erlernten Faktoren abhängt. Der Informationsverarbeitungsprozess kann hierbei durch verschiedene Mehrspeichermodelle dargestellt werden, wobei im Regelfall das modale Gedächtnismodell zum Einsatz kommt. Sehen wir uns die einzelnen Phasen bzw. Schritte des modalen Gedächtnismodells etwas genauer an. Zuerst finden wir mal Umweltreize. Die Informationen aus diesen Umweltreizen werden durch die Reizaufnahme in den sensorischen Speicher weitergeleitet. Diese Informationen werden im sensorischen Speicher jedoch nur wenige Millisekunden gespeichert. Durch die Wahrnehmung gelangen diese Informationen dann in unseren Arbeitsspeicher und ausgehend von diesem Arbeitsspeicher wird unser Verhalten ausgelöst. Die Informationen können dann aber in weiterer Folge durch das Lernen vom Arbeitsspeicher bzw. Kurzzeitspeicher in unseren Langzeitspeicher weitergeleitet werden. Und dort
im Zusammenhang mit dem Langzeitspeicher kann dann von einer durchaus lebenslangen Speicherung gesprochen werden, wobei gemäß der Vergessenskurve nach Ebbinghaus hier diese Aussage etwas relativiert werden muss, da eine korrekte Wiedergabe nach geraumer Zeit nicht mehr zu 100% möglich ist. Und je länger die Dauer ist, umso geringer wird die korrekte Wiedergabe der gespeicherten Informationen. Und diese Informationen im Langzeitspeicher können dann wieder abgerufen werden und gelangen dann vom Langzeitgedächtnis wieder zurück in den Arbeitsspeicher und können dort gegebenenfalls wieder unser Verhalten beeinflussen. Ja, soviel einmal im Kurzen das modale Gedächtnismodell dargestellt. Gehen wir nun noch weiter zum Lernen bzw. zu den unterschiedlichen Lerntheorien, welche wir kennen. Ich habe Ihnen hier 5 Lerntheorien mitgebracht. Einerseits einmal die Theorie des verbalen Lernens, die Theorie des bildlichen Lernens, die behavioristische Lerntheorie, die kognitive Lerntheorie und die komplexen Theorien. Im Zusammenhang mit der Theorie des verbalen Lernens spricht man vom Lernen durch gesprochene und schriftliche Instruktionen. Im Rahmen der Theorie des bildlichen Lernens, hier erfolgt das Lernen über innere und äußere Bilder. Die kognitive Lerntheorie definiert das Lernen als einen Prozess, der von innen gesteuert wird und sich in Aufnahme, Kodierung, Speicherung und Abruf untergliedert. Die komplexen Theorien vereinbaren dann in weiterer Folge die verschiedenen Aspekte der elementaren Theorien. Und zu guter Letzt kennen wir eben noch die behavioristische Lerntheorie, und diese kann wiederum unterteilt werden in die klassische Konditionierung und in die instrumentelle Konditionierung. Bei der klassischen Konditionierung basiert das Lernen auf angeborenen und willkürlichen Reflexen. Das bedeutet, dass mit Hilfe von erlernten Verhaltensweisen eine kurzfristige und flexible Anpassung an die Umwelt möglich ist. Und die instrumentelle Konditionierung besagt, dass das Lernen aus den Konsequenzen des erlebten Verhaltens entsteht. Das bedeutet, Individuen werden das Verhalten wiederholen, wofür sie belohnt wurden, und das Verhalten vermeiden, wofür sie bestraft wurden. Neben der Erforschung der aktivierenden und kognitiven Prozesse beschäftigt sich die Konsumentenverhaltensforschung auch mit der Erforschung von zahlreichen weiteren Einflussgrößen, welche das Verhalten der jeweiligen Konsumenten beeinflussen. Und nach Kotler et al. Können unterschiedliche persönliche Merkmale Einfluss auf die Kaufentscheidung haben. Zusammengefasst können diese wie folgt klassifiziert werden. So können wir einerseits kulturelle, soziale und andererseits auch persönliche Einflussgrößen. Zu den kulturellen Einflussgrößen zählen die Kultur, die Subkultur sowie die soziale Schicht. Soziale Faktoren sind zum Beispiel Einflussgrößen durch Gruppen, durch die Familie, die Rolle oder aber auch den Status. Und darüber hinaus kennen wir dann auch noch die persönlichen Einflussfaktoren. Hierzu zählen zum Beispiel die Persönlichkeit, das Alter eines Konsumenten, die Lebensphase, in welcher sich der Konsument gerade befindet, der Beruf und die damit verbundene finanzielle Situation eines jeden Konsumenten, sowie der Lebensstil und das Selbstbild eines Konsumenten. Im Rahmen der Lektion Modelle und Ansätze des Konsumentenverhaltens haben Sie den Begriff des Phasenmodells bereits kennengelernt. In dieser Lektion beschäftigen wir uns jetzt mit dem Phasenmodell der Kaufentscheidung. Das heißt,
Wir werden uns im Detail die einzelnen Phasen eines Kaufprozesses ansehen. Und dieses Phasenmodell der Kaufentscheidung unterteilt sich in drei Phasen. In die Vorkaufphase, in die Kaufphase und die Nachkaufphase. Und wie wir anhand dieser drei Phasen bereits erkennen können, beschäftigen wir uns hier einerseits einmal, was passiert vor dem Kauf, was passiert während dem Kauf und was passiert im Anschluss an den Kauf. Starten wir zuerst mit der Vorkaufphase. Diese Vorkaufphase kann wieder in unterschiedliche Phasen unterteilt werden. Zuerst einmal haben wir die Problemerkennung. Das bedeutet, ein Konsument erkennt, dass er ein Problem bzw. einen Bedarf hat. Im Anschluss daran beginnt der Konsument dann mit der Informationssuche, wie er dieses Problem beheben kann. Und diese Infosuche kann einerseits einmal intern erfolgen und andererseits extern erfolgen. Unter der internen Informationssuche verstehen wir, dass der Konsument auf ihm bereits vorhandene Informationen aus seinem Gedächtnis zurückgreift. Also Dinge, die er bereits erfahren hat und dann in weiterer Folge auch abgespeichert hat oder eben auch auf erlernte Informationen, die er jetzt einfach wieder abruft und damit versucht, sein Problem zu lösen bzw. Alternativen zu finden, wie er sein Problem lösen kann. Und darüber hinaus gibt es dann eben auch noch die externe Infosuche. Darunter wird verstanden, dass der Konsument zum Beispiel im Internet nachschlägt, welche Lösungsmöglichkeiten es gibt, um sein Problem zu lösen, oder aber zum Beispiel auch mit Freunden spricht oder mit Familienangehörigen spricht. Und im Anschluss an diese Infophase erfolgt dann eine erste Evaluierung am Ende der Vorkaufphase. Das heißt, die gesammelten Informationen werden einmal evaluiert und einmal so eine erste Evaluation durchgeführt, mit welchen Alternativen oder welchen Möglichkeiten eben sein Problem gelöst werden kann. Und diese Alternativen-Identifikation erfolgt dann auch eben im Rahmen des Überganges von der Vorkaufphase in die Kaufphase. Und dort basiert im Anschluss dann an diese Alternativen-Identifikation eben auch die Intentionsentwicklung. Das heißt, der Käufer hat schon erste Tendenzen, in welche Richtung es gehen kann, beziehungsweise entscheidet sich dann im Endeffekt für den Kauf des für ihn am besten geeignetsten Lösung, um das Problem letztendlich zu beseitigen, beziehungsweise den Bedarf zu beseitigen. Und im Anschluss an den Kauf gelangen wir dann eben in die Nachkaufphase. Und in dieser Nachkaufphase wird zuerst einmal das gekaufte Produkt bzw. die gekaufte Dienstleistung genutzt und konsumiert. Und im Anschluss an diese Nutzung bzw. Konsumation erfolgt dann eben auch wieder eine Evaluierung. Also sprich, der Kunde eruiert, wie zufrieden er letztendlich mit der gekauften Problemlösung ist. Und wenn er mit der gekauften Problemlösung zufrieden ist, ja, dann entsteht Kundenzufriedenheit. Und wenn er nicht zufrieden ist, dann kann es gegebenenfalls zu einer Beschwerde führen. Und nach einer gewissen Zeit erfolgt dann in der Nachkaufphase zum Beispiel auch die Entsorgung, wenn das Produkt zum Beispiel nicht mehr benötigt wird. Ja, das sind so die drei typischen Phasen einer Kaufentscheidung. Und wichtig im Zusammenhang mit der Konsumentenverhaltensforschung bzw. auch mit Marketingaktivitäten ist es wirklich darauf zu achten, dass in jeder Phase dieser Kaufentscheidung der Kunde optimal bedient wird und dementsprechend auch optimal aktiviert wird, um so am Ende wirklich eine Kundenzufriedenheit und eine Kundenbindung sicherstellen zu können. Analog den B2C-Märkten kann auch das organisationale Kaufverhalten als Prozess verstanden werden. Kotler et al. Sprechen in diesem Zusammenhang von 8 typischen Phasen,
welche im Rahmen eines B2B-Kaufprozesses durchlaufen werden. Zuallererst erkennt ein Unternehmen einmal ein Problem bzw. einen Bedarf. In weiterer Folge wird dieser Bedarf bzw. dieses Problem detailliert beschrieben und mit den unterschiedlichen Produkteigenschaften, welche notwendig sind, um das jeweilige Problem bzw. den Bedarf zu decken, festgelegt. Im Anschluss an die detaillierte Problemerkennung inklusive der notwendigen Produkte bzw. Dienstleistungen, um das Problem und den Bedarf zu decken, geht ein Unternehmen auf die Suche nach Lieferanten. Das heißt, es wird einmal Recherche betrieben, welche Dienstleister bzw. welche Hersteller und Lieferanten es am Markt gibt, welche auch die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen anbieten, um den Bedarf bzw. das Problem zu lösen. Wenn man dann oder im Anschluss daran, nachdem die unterschiedlichen Lieferanten identifiziert worden sind, geht es in erster Linie zuerst einmal um die Einholung von Angeboten. Das heißt, die unterschiedlichen Lieferanten werden kontaktiert und Angebote werden eingeholt. Im Anschluss an die Einholung der Angebote erfolgt die Auswahl und die Festlegung der jeweiligen Lieferanten. Das heißt, aus den eingeholten Angeboten wird dann in weiterer Folge sich eben für einen Lieferanten entschieden. Und im Anschluss daran werden dann mit dem jeweiligen Lieferanten, für welchen sich ein Unternehmen entschieden hat, die jeweiligen Bestelldetails bzw. das Bestellverfahren festgelegt. Und im Anschluss an die Lieferung erfolgt dann ebenso wie im B2C-Bereich eben wieder eine Qualitätskontrolle. Das heißt, die gelieferten Produkte bzw. die Dienstleistungen werden auf ihre Qualität und die Leistungsfähigkeit hin geprüft. Die Informationsüberlastung führt dazu, dass das Zielpublikum bzw. die Zielgruppe nur einen sehr geringen Prozentsatz der angebotenen Informationen nutzt. Die Literatur beschreibt mit dem Begriff Informationsüberlastung unterschiedliche Sachverhalte. Gröber, Riel und Esch identifizieren hierbei drei Sachverhalte. Erstens, zu viel verfügbare Informationen führen zur Beeinträchtigung der Informationsverarbeitung. Zweitens, ein übermäßiges Informationsangebot führt zu einem subjektiven Gefühl, unter Druck zu stehen. Und drittens, der Informationsüberschuss, welcher dadurch entsteht, dass nur ein Teil der verfügbaren Informationen beachtet und aufgenommen wird. Und genau diese Informationsüberlastung führt dann in weiterer Folge dazu, dass Leser einer Werbeanzeige nur knapp 2 Sekunden sich damit auch beschäftigen. Dies führt dann in weiterer Folge dazu, dass die Werbung dementsprechend der Informationsüberlastung angepasst werden muss, um in der Informationsflut überleben zu können und damit die Werbeanzeige auch wirksam wird. Im Zeitalter der Informationsüberlastung bevorzugen Konsumenten Bilder, welche eine schnelle und bequeme Informationsaufnahme ermöglichen. Damit ein Bild mittlerer Komplexität so aufgenommen werden kann, dass es später auch wieder erkannt wird, sind ca. 1,5 bis 2,5 Sekunden notwendig. Im Vergleich hierzu können in demselben Zeitraum ca. 10 Wörter erfasst und aufgenommen werden. Im Regelfall vermitteln diese 10 Wörter jedoch deutlich weniger Information über einen Sachverhalt als ein Bild. Und speziell im Bereich der Vermittlung von emotionalen Eindrücken spielt die Geschwindigkeit einer Bildkommunikation eine noch größere Rolle. Die Vorteile der Bildkommunikation innerhalb der Werbung oder im Rahmen der Werbung zeigen sich vor allem dadurch, dass die Aufnahme
und die Verarbeitung von Bildern eine geringere Anstrengung des Empfängers benötigen und somit auch bei wenig involvierten Menschen eine gewisse Wirkung an den Tag legen kann. Und der zweite Vorteil von Bildern ist, dass im Vergleich zur sprachlichen Information der Unterhaltungswert deutlich größer erscheint und dadurch stärker aktiviert und besser erinnert wird. Als Fazit kann somit festgehalten werden: Berücksichtigen Sie dieses Wissen im Rahmen der Gestaltung Ihrer Werbeanzeige, vor allem bei wenig involvierten Konsumenten.